Der Bayerische Landtag, Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wusste Bernd Siebler schon, dass er gleich nach vorne gehen und als neuer Bildungsminister berufen würde. Die Personalie des 47-jährigen zweifachen Vaters und Geschichtslehrers aus Plattling war sicherlich eine der wenigen fast schon sicheren. Immerhin ist er schon seit 1998 Landtagsabgeordneter und war mit Unterbrechung seit 2007 Kultusstaatssekretär. Dennoch, die Erleichterung und vor allem Freude über den Chefsessel im neuen Bildungsministerium war dann doch entsprechend groß. Ich freue mich sehr, dass ich diese Berufung bekommen habe. Es ist ein unglaublicher Vertrauensvorschuss auch von Markus Söder, mit dem ich ja seit 25 Jahren über die Junge Union 20 Jahre hier im Landtag zusammenarbeite. Ein Stück Hoffnung war mit dabei. Wenn man Konstellationen denkt, dann war das eine wahrscheinliche. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich, wenn dann wirklich der Ruf kommt. Die Berufung des zweiten Niederbayern im neuen Söder-Kabinett war dagegen zwar aufgrund des Proporzes, also der anteilsmäßigen Minister- und Staatssekretärsbesetzung je Regierungsbezirk, so gut wie gesetzt. Wer sich jedoch schlussendlich über die Ernennungsurkunde freuen durfte, war bis zuletzt eine Überraschung. Selbst für den nun neuen Baustaatssekretär Josef Zellmeier aus dem Stimmkreis Straubing. Gerechnet habe ich nicht damit, aber ich freue mich natürlich. Direkt und ohne große Emotion, so kennen die meisten den parlamentarischen CSU-Fraktionsgeschäftsführer und Juristen aus Laberweinting. Die Ernennung als Staatssekretär im neuen Superministerium für Bau, Wohnen und Verkehr unter Ilse Aigner ist für ihn Karrieresprung und Herausforderung zugleich. Ja, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Erst einmal ein neues Ministerium. Das heißt, wir müssen mal schauen, wo wir denn überhaupt landen, wo wir sitzen. Wir müssen alles neu organisieren und dann natürlich das Thema Bundesstraßen, Staatsstraßen, Wohnungsbau und gerade den Straßenbau, glaube ich, das ist das Geheimnis des Erfolgs Bayerns am Land, dass wir gute Infrastruktur haben. Und da kann man viel fürs Land tun und das habe ich natürlich auch vor. Als Kultusstaatssekretär war Bernd Siebler die vergangenen Jahre viel unterwegs, vor allem in seiner Heimat Niederbayern. Damit dürfte vorerst so gut wie Schluss sein, denn als neuer bayerischer Bildungsminister darf er nun größere Brötchen backen. Das heißt jedoch auch, das ist für mich ganz persönlich wichtig, jetzt nicht nur deutlich zu machen, dass man verwaltet und dass man hier Stellen hin und her bewegt und dass wir Mittel für Investitionen, Programme haben. Wir arbeiten für die Menschen, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Schülerinnen und Schüler, natürlich auch für die Eltern und für die Großeltern. Und das wird meine ganz große Aufgabe sein, viel draußen zu sein, die vielen kleinen Brandherde, die es sicherlich irgendwo gibt, danach abzuarbeiten, aber die große Linie, die stimmt hierbei. Auf ganzer Linie zufrieden, so zeigte sich am Ende der Ernennungszeremonie vor allem Ministerpräsident Markus Söder. Er hatte im Vorfeld den großen Wurf mit seinem neuen Kabinett angekündigt und lag damit anscheinend auch goldrichtig. Viele neue, vor allem aber auch junge Köpfe, gepaart mit Kompetenz und der langjährigen Erfahrung der bisherigen Minister. Eine Kombination, in der sich auch die zwei Niederbayern Siebler und Zellmeier zumindest erst einmal bis Oktober beweisen müssen. Denn dann sind in Bayern Landtagswahlen und damit könnten auch hier die politischen Karten wieder gänzlich neu gemischt werden.